Wieso hält er sich denn auch nicht fest, Alter? Meine Fresse. Meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. Kann doch nicht wahr sein. Wieso hält er sich denn nicht fest? So. Ich geh nochmal kurz zurück. Denn da habe ich nur einen Schatz gesehen. Das ist auf jeden Fall noch ein Borgia-Banner, aber daran komme ich jetzt nicht so schnell. Nicht so einfach. Mich gar nicht. Jetzt ein bisschen ruhiger. Denn die muss ja auch den Weg finden. Okay, okay, okay. Alles klar. Ich suche die, die den Romulus-Kult anführen. Na, oh, Jungs, Anfänger. Anfänger, Anfänger, Anfänger. Ich kann natürlich auch als Anfänger bezeichnet werden. Ugh.
Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Und das hoffen wir ja nicht, ne? Wir zählen darauf. Sind wir nicht hoch? Okay, ich laufe jetzt auch einfach durch. Wie gesagt, wenn man hier die ganzen Schätze einsammeln will, dann... auch noch einer. Mann, wir sind wir hier. Okay. Keine Ahnung. Höre uns, O Romulus! Was soll mit diesem Eindringling geschehen? Hört nicht hin! Die Borgia sprechen durch ihn. Kein Gott! Ich hab keine Ahnung, oder? Ich hab wirklich keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, mit wem ihr euch anlegt hier. Verdammt! Er kommt davon! Ich sehe ihn! Nee, ist mir jetzt auch egal, ich durchsuche die jetzt nicht. Weil ich den da ganz unten. Da ist er, Laju.
So, ich laufe hier mehrmals im Kreis, aber das sind. Zu schnell! Los, los! Sehr viel Katakomben. Gut, da hätten wir die Schätze jetzt auch. Sehr schön. Jetzt auch die Schriftrolle hier. Und verschwinde natürlich auch so schnell wie möglich. So, also wir lesen sie kurz noch. Das war mir klar, wir lesen sie gleich, vielleicht noch. 2006 Schriftrollen von Romulus geschafft. 4 Gräber gibt es also noch, beziehungsweise 4 was auch immer. Ja, 50%, tut mir leid, aber ich wollte dann doch lieber die Schätze haben, aber ich glaube, habe aber trotzdem nicht alle geholt, weil ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit und wollte dann doch vielleicht noch ein paar mehr, ein bisschen schneller durchkommen. Das müsst ihr mir verzeihen. Schön aus der Kloake raus hier. Schön aus der Kloake raus. So. Ich würde mich gerne verabschieden aus dieser Aufnahmesession. Hat viel Spaß gemacht. Falls das Video euch gefallen hat, dann gebt ein Like. Oho. Sehr schön. Falls euch gefallen hat, dann gebt ein Like. Ich drücke mal gerade Pause. Also, wenn es euch gefallen hat, dann gebt ein Like auf das Video und schreibt vielleicht einen Kommentar, was man auch vielleicht verbessern hätte können oder was verbessern kann. Und sonst, wie es euch so gefallen hat. Wenn ihr immer up to date sein wollt und immer jedes Video direkt, wenn es rausgekommen ist, ja, direkt in eure Abo-Box habt, wenn sie nicht gerade rumspackt, dann drückt doch bitte den Abonnieren-Button, damit ihr immer wieder up-to-date seid bei mir, wie ich mich schon wiederhole. Ansonsten, wenn ihr Lust habt und wollt, dass meine Community weiter wächst, nicht nur durch euch, sondern auch durch andere, die vielleicht noch nicht auf mich gestoßen sind, dann könnt ihr das Video auch gegebenenfalls unter diversen sozialen Netzwerken teilen, damit ich eine größere Bandbreite sozusagen eine größere Bandbreite generell haben kann oder anfragen kann sozusagen. Also, ja, das war's eigentlich von mir. Ich bin eigentlich raus und damit sage ich, haut rein, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Ciao!